Und hier bin ich wieder. Willkommen beim neuen Part Splinter Cell Pandora Tomorrow hier im letzten Level. Oh Gott, scheiß Stuhl. Sadonos Gefangennahme durch US-Agenten markiert das vorläufige Ende des Konflikts in Indonesien. Die Sicherheit Osttimors bestätigte der Geheimdienst Suhadi Sadonos Verbindungen zu Drogengrößen des Goldenen Dreiecks. Hat der von der timoresischen Regierung erwünschten US-Militärpräsenz zugestimmt. Das ist der Anfang dessen, was die Bowers-Regierung schon seit... Können die Kosten für die Demokratie nie zu hoch sein, denn ihre Alternative würde uns teuer... Sicher, dass es South ist? Die Echelon-Analyse der Flughafenkameras ergibt eine 98-prozentige Trefferwahrscheinlichkeit. Also ist das unser letzter Pockenbehälter. Wenn Sothin dekomprimiert, werden wir im ersten Zyklus Tausende von Opfern haben. Eine Eindämmung scheint unmöglich. Was hat Soth davon? Sadono ist bereits erledigt. Können wir evakuieren? Nein, der Virus ist bereits vor Ort. Wenn wir Soth nur falsch anschauen, lässt ihn frei. Es liegt an dir, Fischer. Und damit herzlich willkommen beim letzten Level des Let's Plays. Glaube ich zumindest. Kann es sein, dass man... Nee, das ist das letzte Level. Internationaler Airport. Das ist das letzte Level, genau. Kalifornien, USA, 23. April 2006, 18.28 Uhr. Neutralisieren Sie South und den letzten ND-133-Behälter. Norman South hat die Sicherheitskontrollen des Los Angeles Flughafens mit einer unbekannten Anzahl von Söldnern und dem letzten Pockenvirusbehälter umgangen. Neutralisieren Sie South und finden Sie den ND-333-Behälter, bevor der Virus freigesetzt wird und wir wieder das Spiel erneut spielen müssen, weil das, was Sam vollbracht hat, nichts gebracht hat. Okay, ich kann euch schon mal vorher warnen, ich glaube, ich werde hier sehr viele Freakouts erleben, aus dem Grund, weil es das letzte Level ist. Und wahrscheinlich werde ich am Schluss auch sehr verzweifeln, aus irgendeinem Grund, den ich mir wahrscheinlich nicht erklären kann. Wahrscheinlich wieder wegen Fraps, weil es am Schluss laggen wird, so wie jetzt gerade. Naja, okay, aber genug gequatscht, beginnen wir mit dem letzten Level dieses Plays. Viel Spaß euch noch, ne? Deine Mitfahrgelegenheit ist da. Der LKW wird dich weit genug auf das Flughafengelände bringen. Ich habe eine kleine Ablenkung arrangiert. Wenn es losgeht, solltest du einen kleinen Vorteil haben. Du machst es mir zu leicht. Ich mache nur meinen Job. Wenn dich jemand sieht, ist dein Ausflug und damit die Mission zu Ende, bevor sie begonnen hat. Ich habe deinen Pragmatismus schon immer geschätzt, Lambert. Ja, okay, wir sind hier in Los Angeles, in LA auch abgekürzt. Und hier an einem Flughafen, wie man sicherlich erkennen kann. So, hier ist ein LKW, wir müssen uns jetzt in den LKW hineinschleichen, sodass wir als blinder Passagier quasi in den Flughafen kommen. Aber Sam will gerade nicht, jetzt aber. Vielleicht will eines von den großen Tieren beim TSA befördert werden. Fraps tickt wieder ein bisschen rum. Was geht hier heute vor? Als hätte jemand Alarmstufe Orange ausgerufen, ohne es uns zu sagen. Seltsam. Bis später. Ja, nur die Ruhe. Keine Sicherheitskontrolle, ich meine, da könnten irgendwelche Bomben in dem LKW drin sein. Und das ist die USA, da muss man sogar doppelt, ne, wegen 11. September und so. Ihr wisst schon Bescheid. Was ist denn hier drin? SHL. Was heißt SHL? Kennt irgendjemand von euch SHL? Ist es eine Abkürzung für... keine Ahnung? So, wir sind drin. Ne, sind wir noch nicht. Da ist noch die Autobahn zu erkennen. Gott, Fraps! Fraps, du blöde Sau! Hör auf zu nerven! Oh, das erinnert mich echt an Star Wars. An dem Star Wars Let's Play Dativ. Ne, ich meine Akkusativ. An den... Ne, ist auch wieder falsch. Ist Nominativ. An das Star Wars Let's Play. Oh Gott, ein FPS. Okay, kurze Aufnahme unterbrechen. Ich meine Unterbrechung, egal.
In Ordnung, Fischer. Du bist drin. Machst du Witze? Das war viel zu leicht. Ja, kurz gesagt, was ist denn jetzt los? Wir haben Löcher im Schutzschild. Und du bist nicht der einzige Besucher, der Sam? Durchgekommen ist. Soth. Und der letzte ND-133-Behälter und eine Handvoll Söldner, die Hallo? Sich als Flughafenpersonal ausgeben. Sam? Mir geht's nicht mehr. Ich würde wetten, dass ihre Impfung noch nicht lange her ist. Du kannst sie vielleicht anhand der Körpertemperatur unterscheiden. Wir haben keine Wahl. Sie müssen sterben. Okay, bei mir hat sich gerade nichts getan, aber jetzt geht's wieder. Gott sei Dank, ich dachte schon, meine Tastatur ist im Arsch. Dann könnte ich die Aufnahme gar nicht unterbrechen. Dann müsstet ihr alles sehen, was ich hier gerade spiele, außerhalb des Let's Plays. Inklusive meine... ja... meine Seiten, die... ihr wisst schon. Kurz gesagt, Pornos. Gut, hier ist ein Wachhund. Hunde haben bessere Nasen als Menschen. Das heißt, er ist der bessere... ja, der bessere Wachmann, kann man so sagen. Gut, wir sind jetzt in der Tiefgarage drin. Oh Gott, wir haben heute in Englisch gelernt, im Unterricht, was Tiefgarage auf Englisch heißt. Und ich hab's vergessen. Scheiße. Ich wette, die nächste Kurzprobe ist wieder eine 4. Was ist denn das für eine Marke? LMP. Na ja, gut, das ist Nummernschild. Ich wollte die Marke. Kennt einer von euch diese Marke? Ich bin... ich kenne mich in Sachen Autos null aus. Alter! Ich weiß ja, dass es ein Flughafen ist und dass die Sicherheitskontrolle scharf sein muss. Aber gleich... brutale Wachmänner mit brutalen Hunden? Das ist doch schon ein bisschen extrem, oder? Darf ich eigentlich jemanden töten? Terroristen, oh nee, nicht diese Terroristen, jetzt erinnere ich mich. Das ist so sack, das Level sackt total. Ich werde so viele Freakouts erleben, wie noch nie in einem Let's Play. Selbst das Yu-Gi-Oh! Let's Play kann einpacken, weil diese weil die Freakouts, die ich hier in diesem Level erleben werde, ich verspreche es euch. Freakouts werden hier kommen. Garantiert. Aber erst, wenn ich ein bisschen gereizt bin. Momentan bin ich noch ganz ruhig. Momentan. Was war das denn jetzt? Hat da eine Nutte in irgendeinen Zuhälter einen Elektroschock gegeben oder was? Oder warum was? Was war denn das für ein Elektroschockgeräusch? Ernsthaft jetzt? Oh Gott, Ringgeschoss. Das klang echt wie so ein Taser. Ach, wir waren schon mal hier. Wir waren schon mal hier, seht ihr das? Egal. Okay, ich mache mir einen Safe oder gleich einen normalen großen Safe. Den nenne ich Last. Last Level 1. So, ich habe mir zwar am Anfang dieses Space auch vorgenommen, die Saves ordentlich zu speichern, aber ich glaube, ordentlich sieht es nicht mehr so besonders aus. Na gut, geht eigentlich. Hier ein Rautezeichen. Geht eigentlich. Ja, hier ein paar Rautezeichen, aber sonst geht es. Kann man so lassen mit den Saves. Aber die Saves sind eher nur Nebensache. Sind auch eher nur kosmetische Dinge. Oh Gott, was habe ich gemacht? Warum habe ich den Wachmann jetzt daher gepfiffen? Nein, mitsamt Hund! Bello, geh weg! Rex, geh weg! Rex? Nein, Rex! Go away! Ey! Du hast hier keine Verstärkung, ja? Verdammt, Fischer! Nicht einmal töten! Ja, natürlich, es sind Amis. Amis sind viel wertvoller als andere Menschen, genau. Dieser Hund, der... komm. Den muss ich quasi... Ey, Scooby-Doo ist down. Haben wir jetzt verloren? Sieht nicht so aus, ne? 6 FPS gerade. Hier mal wieder bei einem entscheidenden Moment. Und da kommt dieser
Atze! Atze, ich rufe gleich meine Katze. Okay, hier. Zeitlupe! Hey, es geht sogar. Na gut, dann schauen wir uns das mal in Zeitlupe an. Ist auch mal ganz interessant. Das kann man ein bisschen als Cheaten nennen, aber... weil man hier jedes kleinste Detail mitkriegt. Und man kann sogar die Schüsse ausweichen, wenn man gut ist. Mit den Legs. Ich glaube, ich probiere es mal. Moment. Oh Gott, ich habe gespeichert. Okay, ich probiere es mal. Slow Motion. Okay, Fraps, behalt deine FPS-Anzeige so, wie sie gerade ist. Nein, nein, leg dein Walkie-Talkie weg. Leg dein Walkie-Talkie weg. Vetter. Kaufhaus, Polizist. Die Mission ist zu Ende. Ausgehen, jetzt fängt sich Fraps wieder. Das ist... Nee, fängt sie nicht. Scheiße. Der Kaufhaus-Cop hat mich erwischt. Alter, wie lange dauert das? Oh, komm. Aufnahme kurz unterbrochen. So, wieder aufgenommen. Und weiter geht's. Ich glaube, erst wenn sie uns entdeckt haben, rufen sie Source an. So wie jetzt zum Beispiel. Scheiße! Oh Gott, da war ich einen Moment lang unaufmerksam. Ja, komm her, du Fettsack. Fettsäcke können keine Polizisten sein. Nein, das ist der falsche Körper. Falsche Körper? Falsche Körper? Na komm, leg den gleich dahin. Hier in die Ecke, like a emo. Oh Gott, ich rede mein Video viel zu laut, glaube ich. Fischer, du darfst keinen Terroristen am Leben lassen. Das ist zu gefährlich für den weiteren Verlauf der Mission. Wir haben keine Wahl. Sie müssen sterben. Was? Warum läuft jetzt die Hauptmenü-Musik hier? Okay, das ist so ziemlich die asozialste Stelle im gesamten Splinter Cell Universum. Deswegen, sage ich ja, ich werde sehr viele Freakouts erleben. So wie in dem Yu-Gi-Oh! Let's Play, bei der damaligen asozialen Stelle, wo man gegen die vier Klone da antreten muss. Wo ich 5 Parts dafür gebraucht habe und es immer noch nicht geschafft habe, wo ich dann später cheaten musste und dann ein paar Leute von euch sich beschwert haben, als ich gecheatet habe. Wir haben keine Wahl. Sie müssen sterben. Ich hab's schon verstanden. Keine Angst. Ich bin nicht schwerhörig. Fischer, du darfst keine was habe ich gerade gesagt? Am Leben lassen. Das ist zu gefährlich für den weiteren Verlauf der Mission. Woher kenne ich? Sie haben keine Wahl. Moment. Sie müssen sterben. Ah, das stimmt ja. Die erkennt man ja durch das Nachtsicht, wenn sie da... Jetzt verstehe ich. Okay. Wenn die keine Nachtsicht... Ah, jetzt alles, was rot ist, sind Terroristen. Genau. Großartig. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Das war ein fetter Terrorist. Ja, es handelt sich um ein ultrabreites. Jetzt habe ich verstanden. Okay. Knotenbasiert. 10 sind online, inklusive Soth. Dann bleiben noch 9 Terroristen, die du töten musst, bevor du dir Soth vorknöpfst. Wenn Soths Männer in den letzten 10 Tagen gegen Pocken geimpft wurden, sind die Brüder alle ein paar Grad wärmer. Ja, das hat man gerade gesehen. Und jetzt ist er ganz kalt. Weil er tot ist. Aber ich glaube, das geht nicht so schnell. Dass eine Leiche so schnell erkühlt, das kann ja nicht angehen. Keine Ahnung, ich bin kein Nekropologe. Keine Ahnung, wie man das nennt. Wahrscheinlich ist es gerade ein Wort, nämlich gerade ein Wort, das ich gerade erfunden habe. Genauso wie meine Sprache. Terrorist? Okay, keiner. Schade. Ich möchte einen fragen, ob ich mich Al-Qaida anschließen kann. Oh Gott, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Jetzt untersucht wahrscheinlich die CIA meine Let's Plays und glaubt, ich wäre wirklich bei Al-Qaida. So wie diese Frau da. So, okay. Du flackst dich mal dorthin. Oh Gott, wir müssen auch die Leichen super verstecken. Ich glaube, das Level dauert auch wieder so endlange. Da muss jede einzelne Leiche
perfekt versteckt sein. Ich sag ja, letztes Level. Das ist die größte Herausforderung im Spiel. Hier ist ein Codeblock, aber zunächst möchte ich noch schon... funktioniert heute. Hey Mark, was ist mit dieser Tür los? Sagt er jetzt den Code? Nö, schön blöd, den Code übers Handy aussagen. Nein! Was denn jetzt schon wieder? Oh Gott, er kommt doch nicht raus, oder? Bitte nicht. Fraps, nein. Okay, wieder kurze Aufnahmepause. So, jetzt. Und es zeigt keine Änderung. Na doch, jetzt. Komm rein. Ich bin zu blöd, die Tür zu öffnen. Du musst sie für mich öffnen. Hey, das macht er sogar. Ist ja geil. Nee. Oh Gott! Nee, du kommst hier nicht rein! Muss aber fast, ne? Ja, los, komm mal rein! Es tippt da ein Code nochmal ein. Ist ja fast so, wie, als ob man ein Computerspiel installieren muss, wo man die ID eintippen muss. Und man dann feststellt, dass man ein falsches Spiel dann installieren möchte, was auf den... Ah, wieder so ein scheiß Vergleich. Hä? Was machst du? Okay, er ist auch zu behindert, die Tür zu öffnen. Und dann sind wir schon zwei. Gib dir Bussi. Oh Gott. Ist er Terrorist? Nein, ist er nicht. Okay. Nein. Bitte. Nein. Jetzt sind wir eingesperrt oder ausgesperrt oder was weiß ich. Vielleicht hat er irgend so einen Datastick oder so. Nee, hat er nicht. Okay. Und wie kommen wir jetzt da raus? Haben wir irgendwas? Offset. Ich schau mal Offset. Vielleicht ist es... Offset ist unsere letzte Lösung. Datastick? Devin, bla bla bla. Okay, ist nicht so wichtig. Notizen. 6 Terroristen, bla bla bla. Pistole, bla bla bla. Ziele. Ey, kein Code? Ich will was trinken. Ich muss erstmal was trinken. Moment. Ach, Sam ist sogar zu behindert, sich was... Oh. Okay, ich kaufe mir was. Was ist denn das? Apfelsaft, okay. Ach, der ist auch zu behindert, einen Automaten zu benutzen. Ey, Sam, was hast du für Probleme? Der kann so Wände entlang... entlang hangeln und... sich so Seile entlang gleiten lassen, aber er ist zu blöd, sich was an einem Automaten zu kaufen. Das ist doch mal wieder super. Okay, ich lasse das Ganze wieder. Laden. Warum geht das jetzt nicht? Ah, falsche Taste. Gut. Wo geht's hier eigentlich lang? Nichts funktioniert heute. Hey Mark, was ist mit dieser Tür los? Okay, eine Toilette. Ist hier jemand drin? Nee, okay. Okay, machen wir mal kurz wieder, ne? Der Sam, der hat seit mehreren Levels nicht mehr gescheit einen abgeseilt. Komm, der ist selbst zu blöd, aufs Klo zu... sich aufs Klo zu setzen. Sam ist zu blöd, sich aufs Klo zu setzen. Sam! Ey, bist du zu blöd, dich aufs Klo zu setzen? Wie machst du dann eigentlich? Scheißt du dann mitten so rein, ohne aufs Klo dich zu setzen oder was? Oh. Sam, du musst doch... Oh Gott, ey. Echt toller Agent. Warum hat Lambert den eingestellt? Oh mein Gott, da ist jemand! Ich werde dich eines Tages töten. Ja gut, das reicht erstmal. Ich glaube, ich mache hier auch wieder an dieser Stelle eine kleine Aufnahmepause und dann werden wir das Spiel... Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, aber ich sage es einfach mal so, dass wir das Spiel in der nächsten Aufnahmesession fertig spielen werden. Was ich nicht glaube. Was ich nur sage, damit irgendwie... Dass es irgendwie auch authentisch klingt oder so. Keine Ahnung. Naja gut, in dem Sinne sehen wir uns gleich oder beziehungsweise im nächsten Part wieder. Also,
bis gleich oder bis zum nächsten Part. Ciao. Gut, hier bin ich wieder. Ich habe mir ja vorgenommen, dieses Spiel in dieser Aufnahmesession durchzuspielen. Und genau das werde ich jetzt durchziehen. Gut, ich habe hier auch einen Energy Drink. Damit ich, falls ich die Nacht durchzocken muss, noch fit bin. Ah, so. Okay, weiter geht's. Alarmstufe rot. Bewaffnete Eindringlinge. Stört's bei, Fischer. Der Alarm bedeutet, dass Soft den Virus freigesetzt hat. Die Mission ist gelaufen. Ja, genau. Mist. Nein, jetzt habe ich nochmal schnell geladen. Das will ich doch gar nicht. Egal, jetzt. Okay, ich muss vorsichtig sein. Ich darf nicht so frei rumrennen. Ich muss schon aufpassen. Okay, leise. Da bewegt sich jemand. Oh Gott. Gott bewahre. Öffne die Tür. Wenn er in die Tür, wenn er die Tür öffnet, renne ich rein und schnapp ihn mir. Na los. Ha! Super. Okay, der ist kein Terrorist, das ist gut. Geht's hier lang? Hat der irgendwie... Nee. Na, immerhin ist die Tür jetzt offen. Das ist ja schon mal was. Haben wir zwar ein bisschen Schaden dafür gekriegt, aber davon ist ein Medikit. Ich hoffe, die Tür geht jetzt nicht... Scheiße. Ich wollte sagen, ich hoffe, die Tür geht nicht zu. Was passiert? Die Tür geht zu. Ich traue mich jetzt allerdings auch nicht zu safen. Ja, doch, traue ich mich schon. Wir haben ja schon einen großen Safe gemacht. Wo sind wir denn hier? Die Gepäcklade-Dingens. Ist der ein Terrorist vielleicht? Nee, der ist keiner, okay. Freut mich, dann muss ich den nicht töten. Gut, schalten wir mal das Licht taktisch aus. So, eins nach dem anderen. Okay. Jetzt haben wir sehr aufmerksam gemacht, aber es ist nicht so schlimm. Wir können sie ja ausschalten. Und zwar genau so! Sein Kollege merkt gar nichts, okay? Ist hier noch jemand? Ja, los jetzt! Sieht nicht so aus, als hätten die Walkie-Talkie dabei. Sehen für mich eher aus wie Zivilisten. Na jetzt, wo bist du? Komm her! Du sollst herkommen! Hallo? Wo ist der jetzt? Egal. Nicht so wichtig. Nutze ich derweil die Zeit, um die im Körper zu verstecken. Habe ich schon gesagt, dass es wichtig ist, dass wir die Körper hier richtig gut verstecken, weil wir nur einmal erwischt werden dürfen. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal. Genau. Gut, ich glaube, hier ist irgendwo Licht, aber wo? Da oben, okay. Zack. Zack und... Zack. Da draußen ist noch Licht. Ich glaube, das schalte ich hier auch noch aus. Moment. Sag bloß, wir hätten da jetzt einfach durchs Fenster reingehen können. Nee, glaub nicht. Das ist immer noch zu behindert. Hier ist ein Computer. Können wir den benutzen? Nee, können wir nicht. Dann schalte ich ihn aus. Der verursacht nur Licht. Und Licht ist hier schlecht. Nö, Licht ist hier unser größter Feind in diesem Spiel. Ich hoffe, man hört nicht mein Tastaturgetipp. Meine Tastatur ist gerade ziemlich nahe an meinem Mikrofon dran, ne? Gut. Dann mache ich mal schnell eine Aufnahmepause, um zu schauen, ob alles korrekt aufgenommen wurde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Und hier bin ich wieder. Ich musste vorhin feststellen, beim Merken der Aufnahme, dass mein Fraps gerade unsynchron war. Und da habe ich auf YouTube nachgeschaut, wie man es beheben kann. Und jetzt haben wir einen synchronen In-Game-Sound. Ach schön, dieses Let's Play ist vollgepackt mit Revolutionen meiner Aufnahmesachen. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich verstehe es schon. Was ich damit sagen möchte. So. Wir sind weiterhin immer noch hier. Vorhin habe ich den mal aus Spaß abgeknallt, den Tipsy da, wo ich ein bisschen getestet habe mit dem... Ob es unsynchron läuft.
Und ich muss feststellen, er hat ein Mikrofon, das heißt, also ein Walkie-Talkie meine ich. Aber ich habe einen Plan. So, kommst du her? Kommst du her? Und! Das war zwar knapp, aber wir haben es geschafft. Was? Was will der denn mit dem Ringgeschoss? Ist denn inzwischen die ganze Welt verrückt geworden, dass jeder ein Ringgeschoss bei sich trägt, oder was? Sogar schon solche Flugzeugzivilisten. Du kommst zu deinem Kollegen. Der war auch sehr unanständig zu mir. Alle, die unanständig sind, die kommen hier in diese Ecke. In die unanständigen Ecke. Ich sollte damit aufhören. Das ist quasi so eine Art Benimmstuhl für euch. Codeblock. 2222, Across the Night. So, okay, schnell speichern. Bitte vorsichtig sein, das ist hier ein riesiger Raum. Okay. Hey, ich habe noch nie gesehen. Wir haben vorhin nicht kontaktiert. Ah, ein Terrorist ist hier. Danke. Du musst Bobs Ersatz sein. Jo, gut. Da ist noch einer, das sind zwei. Okay. Ich habe vorhin nicht kontrolliert, ob die anderen hier ein Terroristen waren. Ich glaube, das sollte ich nochmal schauen. Vorsichtshalber. Ist es Terroristen? Ich töte es einfach mal. Verdammt, Fischer! Es sollte keine Toten geben! Die Mission ist beendet! Okay, einer war ein Terrorist. Der andere nicht. Okay. Sie haben zu viele Zivilisten getötet. Verdammt. Als ob das irgendeine Rolle im weiteren Storyverlauf spielen würde. Okay, dann packe ich mal den Terroristen. Das ist der? Ja, das ist der, genau. So, du verdammter Terrorist. Du stirbst jetzt. So, geschieht dir recht. Terrorismus unterstützt dich nicht. So, jetzt flackst du dich dorthin. Speichern, okay. Wie viel sind es? Jetzt haben wir 2 von 6, glaube ich, ne? Da vorne sind auch noch 2. Wenn wir die haben, dann sind es nur noch weitere 2. Gut. Jetzt frage ich mich aber, wie wollen wir die uns jetzt krallen? Ich habe einen Plan. Ne, habe ich nicht. Doch, habe ich. Habe ich einen Plan? Habe ich einen Plan? Ich schaue es mal, vielleicht finde ich einen Plan. Ein Ablenkungssystem, okay. Hey, dich habe ich hier noch nie gesehen. Was will uns Ubisoft damit sagen? Ah, na dann. Willkommen im Team. Danke. Du musst Bobs Ersatz sein. Jo, gut. Widerlicher Terrorist. Ich sag's nicht gern, aber Bob hat öfter mal einen über den Durst getrunken. Das ist nicht gut. Das ist der Krall. Das stimmt. Konntest du schon die Spannung der Förderbänder prüfen? Noch nicht. Das wollte ich gerade tun. Na dann los. Ich kann nicht anfangen, bevor ich nicht dein Okay habe. Ja, sicher. Ich komme zu dir, wenn ich fertig bin. Danke. Geht der jetzt hinter Taliban? Naja, gut, verstecken wir erstmal den Typen da. Und zwar hier hinter der Kiste ist es, glaube ich, gut. Wir müssen den auch noch töten, ne? Das Problem ist, wenn wir jetzt schießen, hören die anderen ja den Schuss und kommen dann dorthin, wo wir den jetzt, killen. Das heißt, ich nutze gleich die Zeit und tue ihn gleich hier ausschalten. Zack. Und der kommt auch wieder in die böse Ecke. Ist er tot? Lebst du noch? Nee, er wird blasser, okay. Er ist anscheinend jetzt auch tot. So, open the door. Okay, der andere ist inzwischen schon ganz schwarz. Hier haben wir ein kleiner Safe. Ich glaube, hier mache ich wieder einen großen Safe. Last Level 2.